Sometime you'll win, sometime you'll lose. Hold up, bro. Damn. Hey, bro, don't get that shit on my seats, bro. Was geht ab, YouTube? Pascal Su Bodybuilding. In the building. Verdammt kalt nochmal hier draußen. So, und willkommen im neuen Video. Werdet ihr jemals wieder mein richtiges Gesicht sehen? Bald bin ich so dieser Undercover-YouTuber, der sein Gesicht nicht mehr zeigen will oder so. Vielleicht bahnt sich da ja was an, Leute. Wir schreiben Donnerstag, den 9. Dezember. Das ist keine Leiche, das ist aussortierte Kleidung für den Kleider, Container, so heißt sowas. Ansonsten mache ich mich jetzt auf den Weg zum Training, denn heute stehen High Bar Squats und Bankdrücken an. Also genau genommen, erst Bankdrücken und dann High Bar Squats. Wollt es so scharf werden oder? Heute nicht. Und ja, ihr habt wahrscheinlich alle das Reel gesehen, wofür ich mir diesen Bart so geschnitten habe. Und wisst ihr was? Ich werde den so lassen. Zumindest für eine gewisse Zeit, solange ich halt Bock habe. Ich habe hier bei den Hipster of Doom mir was bestellt und habe diesen, Duftbaum dazu bekommen. Und das Ding riecht so unfassbar geil. Und ja, ich muss auch das Waschflüssigkeit, was zur Hölle, das Wischwasser auffüllen und muss auch schon wieder zum Service. Ist schon wieder, ich glaube, 15.000 Kilometer drin. Und ja, man darf ja nicht maskiert fahren, deswegen machen wir das jetzt mal runter, damit die Welt meinen schönen Oberlippenbart sehen kann. So Leute, ich muss noch mal eben zur Post rein und mir da was abholen, was noch auf mich wartet. Oh, was liegt hier denn? Ist das eine Hundemarke oder so? Oder ist das ein Herz für mich? So, denn ich habe hier noch ein Zettelchen. Sind nur zwei Retouren von euch, ihr Schlingel. Marvin in the Bentley smoking moon. Hey. Rocks. Hey. Pocket full of motherfucking blue. Guap. Guap. Half an ounce in my Gucci tube. Socks. For the summertime, got a new what? Drop. Ah. Trapper slash rapper slash bad bitch. Snatching, come here. Bad. Ja, Leute, wie Sie sehen, ne, wurde der Garten vor dem Kilo für Kilo Schiff abrasiert. Und zwar zeitgleich damit, dass ich mir den Bart abrasiert habe. Ist das ein Zeichen? Und wisst ihr, was aber noch viel besser ist? Oh. Diese Nadeln von den Bäumen, ja, sind jetzt nahezu alle abrasiert. So, der ein oder andere von euch wird aber wissen, dass ich aktuell noch einiges mehr zu tun habe. Denn die von euch vorbestellten Cool Grey Hoodies sind da. Das hier habe ich heute schon gepackt. Das sind um die 50 Pakete. Mehr habe ich leider nicht geschafft, dafür habe ich 2 Stunden gebraucht. Ja, sind einfach richtig schöne Hoodies geworden. Oh, scheiße. Ups. Die Farbe ist einzigartig. Plus den Kilo für Kilo Print. Hochkrüppeln ist ein Lebensgefühl. Ja, und wie ihr wisst, verpacke ich das ja mal alles selber. Ich weiß, ich brauche Mitarbeiter. I know. Aber I like to do my shit. Übrigens, die grauen Hoodies hier mit dem Hochkrüppel-Logo, davon gibt es auch noch, ich glaube, jede Größe aktuell, ne? Also shoppt rein, Leute. Und ja, das ist natürlich ein bisschen zeitintensiv. Ist eigentlich auch nicht so schlimm. Also mir persönlich macht es ja Spaß, ne? Und es ist so ein bisschen so eine blöde Realisierung, dass ich das nicht mehr alles alleine schaffe. Also, dass ich Arbeit abgeben muss. Man will ja natürlich wachsen und so schnell wie möglich auch sein Business skalieren. Aber mir macht es eben auch einfach Spaß, die Namen anzuschauen, jedes einzelne Paket zu verpacken. Das ist noch wirklich mit Liebe hier bei Kilo für Kilo verpackt. Ja. Und ihr wisst es, solange ich noch kann, möchte ich auch das machen, weil es gleichzeitig ein bisschen so eine entschleunigende Aufgabe ist. Ne? Man kommt hierher, man kommt irgendwann in so einen meditativen Zustand und ich mache es wirklich gerne. Aber die Zeit ist einfach nicht immer da. Ja? Jetzt muss ich es wieder möglich machen, dass ich also wahrscheinlich noch gute 10 Stunden Packarbeit da reinstecke. Heute ist Donnerstag und Montag möchte ich die abholen lassen von DHL, also wenn ihr das Video seht. Morgen gehen die dann in die Post. Und so habt ihr sie dann alle pünktlich vor Weihnachten. Ne? Was sagst du dazu, Harrison Ford? Mach das mal so, Pascal. So, Plänchen für heute. Ne? Compbench mit 4er. Kennt ihr ja schon. Letzte Woche 155. Die waren allerdings so at 9. Die waren zu schwer. Da war ich aber auch noch nicht so richtig aus der Diät raus, muss man sagen. Ne? Jetzt fühle ich mich richtig dampfig aus der Diät raus. Die Werte diese Woche waren absolut krank. Ich habe schon 2,65 Montag super leicht gesquattet. Ja? Lass ich mal hier gerade drüber laufen.
Dann habe ich gestern 278,5 für ein Single pausiert gehoben, Sumo. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir heute mit der Bank auch ein bisschen hinterherkommen, wobei ich wahrscheinlich dieses Gewicht wiederholen werde und das eben zu einer RP von 7. Dann seht ihr noch halber Tempo-Squat, habe ich letzte Woche 220 gemacht, da sollte ich auch gut was draufpacken können. Und dann gucken wir mal, was heute so geht. So Leute, ich nehme ja sonst gar keinen Booster, gar kein Trainings-Pre-Workout oder so. Also wirklich, ich habe ja hin und wieder mal, wie ihr seht, hier das Crank Pump genommen. Mindestens. Also in der ganzen Diät nicht. Also es muss schon Ewigkeiten her sein, wenn dann mal Justin da war und mich ein bisschen motiviert hat. Aber jetzt heute habe ich mal wieder Bock drauf irgendwie, weil es lächelt mich da gerade so an und ich habe keine Energy Drinks mehr hier. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass der Crank Pump Pro, übrigens sehr praktisch immer, ich vergesse immer Kreatin, einfach mit, wenn ihr tatsächlich mal einen Booster oder ein Trainings, also man kann ja nicht Booster sagen, wie sagt man, ich kriege wieder Ärger, wenn ich Booster sage, Pre-Workout, weil das ist ja kein, ist ja nicht mal Koffein drin, da ist ja langweilig, gar keine Roids. Tut's für mich einfach ein Energy Drink, aber ich habe wie gesagt keine mehr. Ich habe nur noch Pepsi da und fetze mir gleichzeitig hier nochmal zwei Kapseln davon, damit ich eben noch ein bisschen Koffein habe, weil ich habe heute nur einen Kaffee getrunken. Da geht also noch mehr, ja. Und ihr wisst ja, dass ich früher regelmäßig Booster und Pre-Workouts getrunken habe, weil das so eine Art Ritual war für mich, ja. Und da ich ja jetzt hier, also man geht so ins Gym rein, dann gehst du in die Umkleide, ne, dann mischst du dir das an oder hast du es dir schon vorher angemischt, trinkst das, kommst in den Modus. Und da ich ja gar nicht mehr in einem Commercial Gym bin, sondern einfach hier für mich, ist dieses Ritual einfach komplett ausgestorben. Und das noch gepaart damit, dass ich bei den meisten Pre-Workouts einfach ein unwohles Gefühl im Bauch habe, weil du musst halt einfach verdammt viel Last bewegen häufig. Also auch heute mit meinem Halber-Squat wird das weit über 230 Kilo sein wahrscheinlich, oder weit drüber vielleicht nicht, aber ein bisschen drüber. Und wenn du dann den Gürtel anhast und so, ich krieg's meistens nicht geschissen, dass mein Magen sich halbwegs gut anfühlt. Also ich müsste es viel früher trinken, aber ich bin meistens relativ spontan im Training und diese halbe Stunde vorher das dann zu trinken und dann abzuwarten, das vergesse ich dauernd, ja. Ich vergesse auch mal Kreatin dauernd. Und deswegen trinke ich keine Pre-Workouts mehr. Also Pre-Workouts, je nachdem, was da drin ist, besonders die hier, wo ja noch so ein paar Nitrate drin sind und so, werden wahrscheinlich eine kleine Leistungssteigerung herbeiführen. Das ist gut. Aber du musst da die einzelne Einheit auch nicht überbewerten, ja. Wenn du jetzt jahrelang ohne trainierst und stark wirst, bist du stark, ja. Und wenn du jetzt mal hin und wieder mal welchen nimmst und vielleicht dadurch trotzdem noch ein bisschen mehr Leistung hast, vielleicht kitzelst du ein bisschen mehr raus, aber du musst dir halt immer fragen, zu welchen Kosten kommt das. Und wenn ich mich schlecht fühle, beim Kreuzheben mega schlimm, und es mich stört und ich aufstoßen muss dauernd, dann stört es mein Training, auch wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Leistung rausholen könnte, ja. Naja, heute brechen wir mit unseren Regeln, aber das liegt doch daran, dass heute mit Bankdrücken beginnt. Und wenn man mit Bankdrücken anfängt, ja, dann ist es ganz gemütlich auf dem Rücken liegend, da habe ich genug Zeit, den zu verbrauchen. Übrigens, ich nehme den jetzt auch und ich weiß, man sollte eine gewisse Zeit, ich bin ja jetzt noch so 15 Minuten im Warm-up, denn das Warm-up vom Bankdrücken und dann kommt erst der erste Satz, das dauert halt auch noch ein bisschen, ja. Also, mich würde mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Trinkt ihr regelmäßig Pre-Workouts? Falls ja, holt euch welche von ESN und spart saftig mit immer dem besten Deal, den ESN aktuell hat, mit dem Code YB. Es gibt ja immer auf Standard 10% auf meinen Code, aber es gibt ja auch regelmäßig Aktionen, die 4-für-3 Aktion, die 20% Aktion und so weiter. Und da kannst du dann noch mehr sparen. Naja, es würde mich wie gesagt mal interessieren, weil ich sehe das so bei mir, das ist so ein Paradigmenwechsel, ja, so langsam so, ich nehme kaum noch Supplements, ich nehme Kreatin jeden Tag und das war's, ne? Ein bisschen was, also ich versuche jetzt regelmäßig 35 Gramm Ballaststoffe zu essen täglich und dann bin ich eigentlich auch gut. Ich habe einfach keine Lust, mich damit eingehend zu beschäftigen, mein Leben praktisch noch ein bisschen komplizierter zu machen für vielleicht so ein bisschen mehr Leistung, weil ihr wisst ja, die Pyramide, ne? Da ist hier oben die Spitze sind Supplements und die breite Fundament sind eine gute Ernährung, ne? Und schlussendlich gutes Training, guter Schlaf. Dann kannst du das Ganze ein bisschen feintunen mit dieser Pyramide und das interessiert mich halt einfach nicht so doll, Leute. Baby Mama mad, she said you live like a bachelor. So what? Sold 100 pounds and gave 10% to the pastor. Church. Keep going up the ladder, hey. They mad, make them madder. Hey. Told my son when I'm gone, you gon' be a rich little bastard. Yeah. Alright, also 150 habe ich jetzt nur im Tossatz genommen, ich habe nochmal reduziert
Und zwar aus dem Grund, dass ich es wirklich sauber machen möchte, weil es hilft jetzt auch nichts, wenn ich durch den Blog sowieso schon mit der Bank nicht so richtig vorankomme und sie schlecht läuft. Was übrigens ganz normal ist, weil ihr wisst ja die Regel, es können immer nur zwei Lifts gleichzeitig gut laufen und meine Beuge ist gerade richtig gut und mein Sumo-Heben ist gerade richtig gut. Deswegen kann ich absolut verkraften, wenn die Bank nicht so gut läuft. Außerdem, die Bank ist die einzige Übung, die noch bei 4 Reps rumdümpelt. Und den Vierern, also im letzten Block habe ich ja auch im Kreuzheben und auch im Beugen Vierer gemacht, da bin ich jetzt auf Dreier und teilweise auch Singles wieder runter. Und ich bin halt richtig schlecht auf alles, was mehr als 3 Reps macht. Ja? Ich bin halt auch nicht daran angepasst so gut, das woran wir arbeiten, aber da bin ich halt einfach sau schlecht drin. Mann. Ihr seht ja immer wieder, die 4. Rep ist immer schwer. Aber da habe ich jetzt einfach die sichere Karte gespielt. Ja? So, aber noch ein zweiter Grund, warum ich, also man muss erstmal kurz unterscheiden bei der Booster-Geschichte nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich rede ja von diesen Pre-Workouts praktisch, also das, was in Deutschland hergestellt ist und in Deutschland vertrieben wird, wo dann höchstens Koffein drin ist als Stimulanz, ne? Und die auch natty sind. Weil ihr wisst ja, your boy ist jetzt wieder im Nationalkader. Ich habe den Vertrag unterschrieben, zurückgesendet. Also kommen wir nächstes Jahr vielleicht auch wieder jetzt auf internationale Wettkämpfe. Was aber auch bedeutet, dass ich wieder in den Testing-Pool fürs Out-of-Season-Testing komme. Ja? War ich ja auch schon drin und ich weiß, dass die einfach morgens bei dir vor der Tür stehen und dich testen. Das ist mir, hatte ich 3 Mal oder so, in meinem, wo ich das letzte Mal im Nationalkader war. Und bei so Boostern, ja, aus den USA oder sonst so her, weiß man schlussendlich gar nicht, was drin ist. Man redet sich zwar ein, so ja, passt schon, aber ich habe das Gefühl, dass ich riechen kann, ob die Dinger natty sind oder nicht. Und ich habe gar keinen Bock, meine Natty-Karte einreichen zu müssen, weil ich irgendwie einen Booster genommen habe, der mir nicht mal was gebracht hat und ich nicht wusste, was da drin ist und der verunreinigt war mit was für sich, was heutzutage da so reinkommt, ja. So Leute, Bank haben wir durchgespielt und ja, wie immer, Bank läuft einfach aktuell nicht so gut. Vor allem am Donnerstag, wo ja mein primärer Banktag ist, habe ich immer Ermüdung vom Mittwoch drin. Ich habe das auf Instagram schon einmal thematisiert, dass das alles halb so wild ist, weil du kannst ja praktisch jede einzelne Übung oder jedes einzelne Training nicht einzeln betrachten, sondern immer im Zusammenspiel mit vielen anderen Trainings. Ja? Also es ist immer irgendwo so bei der hohen Frequenz, dass die Einheiten sich gegenseitig ein bisschen im Weg stehen. Das ist aber halt auch nicht so schlimm. Ja? Dann bringst du halt ein bisschen submaximale Leistung immer an diesem Tag. Aber ja, es nervt so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. So fürs Ego ist es irgendwie ein bisschen anstrengend. Aber es ist ganz gut. Ich fühle mich herausgefordert, über mein Ego zu springen. Auf jeden Fall machen wir jetzt das Halberbeuge Single. Auch da habe ich auf Instagram ein Posting gemacht dazu, warum ich diesen Single mache. Da könnt ihr mal nachlesen. Da habe ich so 4 Gründe, warum ich den in meinen Trainingsplan integriert habe drin. Den Post seht ihr mal hier so. Könnt ihr mal rübergehen auf Instagram, euch den Bums durchlesen. Und ich wollte mal kurz Feedback zu den Sleeves nochmal geben. Übrigens Nummer 1 zu den Sleeves, ja. Ich habe gestern Insta geschrieben, weil mein kleineres Paar noch nicht da ist. Und Insta hat mir geantwortet, dass die erst noch produziert werden. Ja, ich habe also mit der ersten Bestellung nochmal Sleeves in Größe S bestellt mit einem Gürtel zusammen, die wegen dem Gürtel nochmal produziert werden mussten, erst mit 12 Wochen Wartezeit. Dann habe ich also zwischenzeitlich nochmal ein Sleeve-Paar dazwischen bestellt per Expressversand, damit es innerhalb von 3-4 Tagen, 5 Tagen bei mir ist, damit ich damit diesen Block trainieren kann. Und das muss auch produziert werden. Und jetzt muss ich noch mal länger warten und krieg wahrscheinlich beides zusammen. Danke für nix, Merkel. Oder sagt mir jetzt danke, Olaf. Ich sag weiter, danke für nix, Merkel. Aber ich muss sagen, Leute, vielleicht bleibe ich doch bei der Größe M. Plot Twist an Urgroßvater, Vater, weil die mittlerweile so viel besser passen und ich es wirklich genieße, in denen zu trainieren. Also, kleine Zwischenfazit zu den Sleeves. Immer noch kein abschließendes Fazit, ja. Aber nach jetzt so 3 Wochen oder was, ich die trage, mehrere Beugeeinheiten, 2,65 am Montag für ein Triple, was nur 5 Kilo unter PR-Triple ist. Nächsten Montag möchte ich 2,75 für ein Triple machen. Das ist dann PR-Triple. Ich bin ultra zufrieden mit denen. Die lassen sich viel besser tragen. Ihr seht ja auch gerade, wie easy sich die anziehen lassen. Und die liefern trotz dessen wahnsinnigen Support und fühlen sich einfach nur geil an. Ich bin soweit absolut überzeugt, Leute. Aber soweit kann sich noch ändern. Glaube ich jetzt halt nicht mehr, weil ich sag mal so, das wird ja oben hin ein bisschen enger mit deiner Meinung. Da kommen nicht mehr so viele neue Einflüsse. Am Anfang hast du ja so starke neue Einflüsse, ne, die deine Meinung ausdifferenzieren. Und umso länger du etwas dann anhast, umso mehr Meinungen sind schon noch dazugekommen, mehr Erfahrung. Und dann schlagen deine Bewertungen ja nicht mehr so stark aus, weil was soll dich jetzt noch passieren? So, da müssen die ja aufreißen oder so, damit ich sie nicht mehr empfehle. Naja, gut, wir machen jetzt Hypers kurz. All my old bitches feeling salty, yeah, yeah. In my DM, talking about why you doubt me, yeah, yeah. But I still miss you, can you call me, yeah, yeah. Yo, wir haben 235 bekommen für ein Single
Und ja, der sollte jetzt 7 sein. Ich denke, das war der auch. Der war, hat sich sehr gut bewegt. Also ob da jetzt wirklich 3 Reps und Tank waren, so, keine Ahnung. Aber das ist auch nicht immer so 100% wichtig, weil, ihr wisst, was ich meine. Hat sich schnell bewegt, also ist eine 7. Ihr kennt das Spiel. Naja, wir machen jetzt direkt hinterher Low Bar Pause Squats. Und ihr wisst ja, mein Coach confused ja gerne mal meine Ablage. Und deswegen machen wir erst einen halber Single und dann Low Bar Backoff für 4er. 225 Kilo jetzt auf dem 4er Low Bar Post. Und irgendwie bin ich halber Post besser als Low Bar Post, keine Ahnung. Aber ja, das ist eine Hassübung. Und vor allem ganz komisch, wenn du jetzt das, auch das ganze Warm-Up halber gemacht hast, dann jetzt Low Bar zu beugen. Ist richtig wild. Weil ich mach's ja ohne Handgelenksbandage, jetzt muss ich die wieder anziehen und... Aber irgendwie, also ist auch cool. Also ich liebe halt Halberbeugen, ne? Ich würde es halt nur machen, aber ich bin halt ein ganzes Stück schwächer. Also sogar im Verhältnis ein ganzes Stück schwächer als mein Loba, ne? Und ja, das können wir, glaube ich, auch nicht so leicht aufholen. Also macht auch keinen Sinn, weil es nicht so wirklich effizient ist für mich. Gut, wir machen jetzt nochmal 2,25. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, danach ist das Video vorbei. Passt zu Checking Out. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum ich keine Booster nehme, keine Pre-Workouts. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut auch auf meinem Reaction-Kanal vorbei, da sind sau viele neue Videos jetzt auch online. Da habe ich mir Powerlifting-Videos angeschaut. Ich habe mir aber auch Sascha Huber vs. Wild angeschaut, weil ich es einfach geil fand. Heute kommt übrigens die neue Folge. Und ein paar andere Sachen auch. Also geht mal rüber, schaut da mal vorbei, falls ihr Langeweile habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent schon. Dritter schon? Jesus Maria, das geht viel zu schnell. Nochmal, passt auf, check genau. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic.